Willkommen im Element Metall. Die Lunge und der Dickdarm sind zwei wichtige Organe. Die Lunge ist aus Sicht der TCM der Sitz von unserer Abwehrenergie. Und wenn wir unser Immunsystem kräftigen wollen, dann müssen wir auch schauen, dass unser Element Metall happy ist. Ja? Gut, zum Element Metall gehört die Jahreszeit Herbst. Was dieses Element schädigt, wäre Trockenheit. Das mögen diese Organe gar nicht. Wenn es zu trocken ist, dann kommt es zu roten, schuppeten Ekzemen. Es kommt zu Verstopfung. Und von Seiten der Emotion schädigt Trauer und Traurigkeit und Reue. All das schädigt deine Abwehrenergie, also deine Lunge. Wenn du jetzt in Fülle bist von diesem Element, dann wäre der Negativausschlag sozusagen, dass es nur um dich geht, der Egoismus. Es gibt aber, wie gesagt, eben diese Mitte, wo es darum geht, dass du sagst, ich kann gute Entscheidungen treffen, ich kann gut auf mich achten, ich kann mich abgrenzen. Und wenn dir das nicht so gut gelingt, dann kannst du folgende Dinge tun, um dein Metallelement zu stärken. Der scharfe Geschmack bewegt. Du darfst es damit aber nicht übertreiben. Also verwende ab und zu sowas wie Chili oder Ingwer, um eben deine Abwehrkräfte, deine Lunge zu stärken. Emotional betrachtet ist es wichtig, dass du die Vogelperspektive einnimmst. Du verbring Zeit mit dir alleine, geh in den Wald, atme tief durch, meditiere, werde dir deiner Gefühle bewusst und wie du sie auch wieder loslassen kannst.